So, weiter geht's heute mit dem Qualifying. Und ja, mal schauen, wie es uns ganz vorne wieder reicht. Es ist Zeit fürs Qualifying hier in Spa. La Source, Blanchimont, Eau Rouge, Namen von Kurven und Streckenpassagen, die jedem Formel-1-Fan auf der Zunge zergehen. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. So. Jetzt haben wir mal raus. Auf. Der Wagen hinter mir fährt wahrscheinlich mit der vollen Ladung mit Benzin. Aber ich will dem nicht vorbeilassen, unnötig. So, können wir gleich auf die schnelle Runde gehen. Und zwar jetzt. Gucken, was mal wieder eine Pole wird. In Ungarn wurde jetzt die ganzen Strafen aberkannt. So. Zweite Sektor wird violett. Mal gucken, was der dritte jetzt bringt.
47,9. Da sind wir 45,4 dabei. 2,5 Sekunden. So. Okay, jetzt hier in die Box. So. So. Dauert alles einen Moment. So far,
Bitte. So. Noch 6 Minütchen. So, 5 Minütchen noch. So, probieren wir nochmal eine Runde. Das war, naja, egal. Eine Runde will ich ja nochmal setzen. Auf. Jetzt sind 2 Minuten des Qualifyings.
nicht so konzentrieren jetzt gerade. Scheiße. Scheiß Querschüttung gehabt in der letzten Kurve. Naja. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Bottas und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Jo. Naja, mal gucken. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Um wieder einen Sieg zu holen. Und das schauen wir mal uns morgen an, ne? Bis dann, tschüss.